zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch die DVDs und Bücher, die ich hier mit in der WG habe. Natürlich nicht die Sachen, die ich im Reba Haul gekauft habe, weil das habe ich euch ja schon vorgestellt. Das Video verlinke ich euch da oben. Da könnt ihr dann vorbeischauen und jetzt zeige ich euch die Sachen, die Bücher und die DVDs, die ich so halt auch noch mit da habe. Manchmal tausche ich sie natürlich aus, die Sachen von zu Hause. Aber momentan, ja, ist es auch sehr, sehr viel und deshalb beginne ich auch direkt. Ich sage immer dazu, welches Genre es ist oder was, zu welchem Genre ich es zuordnen würde. Und das war's, weil das sind wirklich sehr viele Sachen. Und ich versuche alles im Internet zu finden und euch zu verlinken. Ich würde sagen, ich beginne mit den Büchern, weil Bücher habe ich nicht ganz so viele da wie DVDs. Saigolum von Ursula Poznanski ist ein Thriller, den ich auch schon begonnen habe. 17, das erste Buch der Erinnerung von Rose Snow, ist eine Romantasy-Reihe. Das ist der erste Band. Von David Levithan, das Wörterbuch der Liebenden. Also steht drauf Roman und ja, so Liebesroman halt. Habe ich übrigens schon gelesen. Kill Order, die Auserwählten von James Dashner, ist ein Science-Fiction-Buch, hat mit der Maze Runner-Trilogie zu tun. Von Laura Pape und Pape, Lebenshungrig, mein Weg aus der Magersucht. Das ist halt eine Biografie, nehme ich mal an, wo es halt um ihren Weg aus der Magersucht rausgeht. Wunderschöne Reihe, die Dark Village-Reihe. Da bin ich, wie gesagt, auch auf Band 3 gerade. Das ist eine Krimi-Reihe. Ja, und an Büchern war es das auch schon wieder. Und jetzt gehen wir mal zu den DVDs. Das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist ein Drama. Mit dir an meiner Seite ist auch ein Drama. Jumper ist so Action, Science Fiction. Der erste Teil von Twilight, Fantasy. The Tomorrow People ist ein Science-Fiction-Action-Film. What a Man ist eine Komödie. Summertime Blues ist so ein Teenie-Film. Hüter der Erinnerung, Science-Fiction. Homies greift nach den Sternen, ein Teenie-Film mit Musik. Die erste Staffel von Brothers and Sisters ist ein Familiendrama. Drei Schritte zu dir ist ebenfalls ein Drama. Dieses bescheuerte Herz ist eine Komödie nach einer wahren Begebenheit. Die komplette Reihe von Tribute von Panem ist Fantasy, Science Fiction, Action. Weiß gar nicht so genau, sowas in die Richtung. Passengers, diesen Film habe ich noch nicht gesehen, ist, glaube ich, ein Science Fiction Film. Dann die Bestimmung Trilogie. Da habe ich den dritten Teil auch noch nicht gesehen. Das würde ich sagen, ist Action. Action, Science Fiction. The Darkest Minds, die Überlebenden. Ist auch Science Fiction. Und Fantasy, Action, sowas. Den Sternen so nah habe ich auch noch nicht gesehen. Ist eine Liebesgeschichte, soweit ich das weiß, eine abenteuerliche. Harry Potter, Teil 4 bis 7 bzw. 8. Teil 1 bis 3 habe ich bei meiner Mama zu Hause und ja, hier habe ich den Rest. Fantasy. Schlussmacher, eine Komödie. Rock My Heart, mein wildes Herz, ein Pferdefilm, den ich noch nicht gesehen habe. Vampire Academy habe ich auch noch nicht gesehen. Spannender als Vampire Diaries und noch viel geiler als Twilight. Ja, Fantasy Action nehme ich an. Die Zauberer von Waverly Place, der Film. Fantasy. Amazing Spider-Man Teil 1. Fantasy. Und Action. Seelen, Science Fiction. Gott ist nicht tot. Drama. Brücke nach Therapie, dir ist ein
Fantasy-Film, Fantasy-Drama, Aquamarine, ein eher Kinderfilm, Kinder-Teenie-Film, Jurassic Park plus Jurassic World. Jurassic Park habe ich Teil 1 bis 3 noch nicht gesehen, Jurassic World schon, das hat mir sehr gut gefallen. Und diese Edition habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist halt Fantasy. Naja, nicht Fantasy, aber auch so Action, Science Fiction, Fantasy, sowas in die Richtung. Rocket, ein Teenie-Film, wo getanzt und gesungen wird. Dem Horizont so nah habe ich noch nicht gesehen. Ist ein Liebesdrama, glaube ich. Raise Your Voice, lebe deinen Traum, ist ein Teenie-Drama. Die Maze Runner-Trilogie, Science-Fiction-Action. Die drei Narnia-Teile, Fantasy. Club der Roten Bänder, der Film. Und Club der Roten Bänder, Staffel 1 bis 3, sind alles so Krankenhaus-Geschichten halt. Aber auch nachher auch nach einer wahren Begebenheit. Und der Film ist die Vorgeschichte zu der Serie. Über Freundschaft, Erkrankungen, Familie, alles Mögliche. Ich liebe es. Es ist mein Lieblingsfilm und meine Lieblingsserie. Dann habe ich hier noch die Edelstein-Trilogie, Fantasy. It's Kind of a Funny Story ist so ein Komödien-Drama, würde ich sagen. Und den letzten Film, den ich hier habe, ist Endless Love. Das schönste Liebesdrama mit Jugendlichen, meiner Meinung nach. Ja. Genau, das waren jetzt alle Bücher und Filme, die ich mit habe hier in meinem WG-Zimmer, abgesehen von denen von Weberhall, wie gesagt. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Mich würde es mega freuen, wenn du mich noch abonnieren würdest. Keins meiner Videos mehr zu verpassen und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!